Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Forest Let's Play mit eurem Spooky VF. In der letzten Folge, da haben wir sehnsüchtig auf das Update gewartet, da war es nicht da. Da war am 10. quasi, am 10.12., da war es angekündigt, da war es nicht da. Aber jetzt liebe Freunde, jetzt ist es soweit. 1.10 ist da, man erkennt das erstmal gar nicht, habe ich mal gerade so festgestellt. An nix. So wirklich erkennt man, dass das Update da war. Und ja. Ich habe da schon mal geguckt. Im Überlebenshandbuch ist nichts. Und weil man auch die Blueprints finden muss für die neuen Sachen, die man bauen kann. Also man erkennt es nur in der PS4, wenn da steht, Update muss geladen werden. 1, noch was Gigabyte groß. 1,5 glaube ich. Was. Und ja. Mehr sieht man da erstmal nicht. Und ich finde es toll. Ich finde es sehr schön. Wir werden auch diese Folge gleich nutzen. Ich habe ein bisschen auf YouTube gespitzelt, wo die Locations sind. So ein bisschen, dass ich euch auch direkt was zeigen kann. Muss ich zugeben. Aber ich möchte auch nicht jetzt irgendwie nochmal alles absuchen. Das ist ja... So, deswegen. Wir haben das Update. Und was machen wir heute? Wir gehen Holzfällen. Nee, Quatsch. War Spaß. So, wir holen uns das Floß und schwimmen... Hier von der Yacht aus betrachtet, da hinten ist der, ich kann nicht einfach nur nach vorne drücken zum Paddeln. Von der Yacht aus schwimmen wir quasi da hinten hin, da ist irgendwo am Rande der Map quasi, ist eine Insel. Und das ist quasi, ist das die? Nee, das ist sie noch nicht. Und das ist quasi der Ausgangspunkt zu unserer ersten neuen Unterwasserhöhle. Ich weiß gar nicht genau, was uns dort erwartet. Ich habe mir zwar die Locations angeguckt, aber ich glaube, die Leute haben auch auf Friendly Mode gespielt, also keine Gegner und so. Finde ich ein bisschen blöd, wenn man der YouTube-Gemeinschaft auch irgendwie zeigen möchte, was in den neuen Höhlen so abgeht. Dann sollte man auch zeigen, dass die Mobs da sind. Die gehen in die Höhle, da ist kein Gegner da. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Und dann geht der Nächste, geht rein und denkt, huch, ja, da kann ich ja nackig da reinlaufen, ein bisschen Freudensprünge machen und krieg voll auf die Schnauze. Ne? Das ist, weiß nicht, das ist nicht so geil. Und deswegen gibt es bei mir natürlich die geballte Ladung. Mutanten, Monster, Kannibalen und Map-Ende. Oh ja, Map-Ende. Dann ist es hier nicht. Okay, aber das war irgendwo, konnte man den heiligen Baum sehen. Also wir dürften eigentlich gar nicht weit weg davon sein. Ist es doch diese Insel? Nee, die ist es doch nicht, ne? Nee, das war eine andere Insel. Wo sind die dann? Das war doch hier irgendwo, oder war das... Oder bin ich jetzt einfach nur blöd? Man erkennt das Ganze immer so an so Seilen, die da runtergehen dann. Das sieht ja fast schon aus. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt bei uns drin ist, in dem Spielstand. Wäre ja bitter, wenn man ein neues Spiel anfangen muss. Das war nämlich auch so eine Überlegung, die ich hatte, was auch im Vorfeld nicht ganz so klar war, was ich da so rausgelesen habe. Aber da hinten, da sieht man doch schon so ein Wrack. Oder ist das, dass das im Land liegt, oder? Nee. Ja, es könnte sein, dass das jetzt das dort ist. Bin mal nicht sicher. Wir paddeln und paddeln, denn paddeln ist schön. Oh! Ein Mutant. Da habt ihr auch schon die Bestätigung. Ey, ist die Spinne irgendwie noch schneller? Dass wir mit Gegnern spielen. Das kann aber nicht hier gewesen sein. Ey, da gibt's auch noch den Heil. Da müssen wir verdammt aufpassen. Dann lass mal kurz einen Blick auf die Map werfen. Steh mal auf. Ja, steh mal auf, habe ich gesagt. Aufstehen, so. So, wir sind da unten. Ja, wir müssen noch weiter nach links. Okay. Wo ist denn links? Ja, links ist gut, ne? Also ich schätze, das ist diese Insel dann. Okay, dann müssen wir also hier weg von der Yacht paddeln. Muss man auch erstmal wissen. Oh Mann, Co-Man ist auch da. Jetzt hatten wir in der letzten Folge so viel Ruhe. Ja, in der Oberfläche, jetzt läuft hier alles rum. Ist aber egal. Sollen die da oben rumlaufen, ne? Stört uns nicht. Ich hoffe nur, der Hai frisst uns nicht. Das wäre jetzt noch die Krönung vom ganzen Erdbeerkuchen hier. Komm, paddel. Will den Leuten was zeigen. Ja, da sehen wir doch schon. Da ist auch ein Schiffswrack. Also scheint schon drin zu sein. Auch in dem Spielstand. Sehr gut. Die Folgen werden jetzt auch ein bisschen kürzer. Ich möchte es nicht ganz so lange halten mehr. Weil, ja, wie gesagt, ich bin ja weg dann. Da ist es doch. Da unten war es. Ich habe es gesehen. Die Schatten habe ich gesehen. Und deswegen sehen wir hier, ne, das Schiffswrack.
Warte mal, hier gab's doch noch. Gab's hier. Ich habe aber keinen Sprengstoff dabei. Müsste ich. Gab's hier nicht noch irgendwo einen Teil der Schlosspistole oder war das eine andere Insel? Das war, glaube ich, eine andere Insel. Das sieht mal ganz so aus. Okay. Na, dann würde ich sagen, dann gehen, stürzen wir uns ins kühle Nass, ins Tauchvergnügen und gucken mal, was uns da unten erwartet. Ich bin gespannt, ob da wirklich keine Gegner sind. Kann ich mal kommen. Jawohl, das Tankding ist voll. Und da seht ihr, da schwimmen wir hier an dem Wrack vorbei. Ich hoffe wirklich, es kommt kein Hai. Ich hoffe inständig. Ey, warum geht denn das Wasser so? Ach so, ich habe gar keinen Taucheranzug an. Ey, Mann. Ich dachte schon, der Taucheranzug ist voll, aber ich habe gar keinen an. Jetzt muss ich natürlich zurückschwimmen. So ein Scheiß. Oh Gott. Ich erhöhe die Chance, dass uns ein Hai frisst, gerade ein bisschen. Macht ja nichts, ne? Auch mal was Neues, vom Hai gefressen zu werden. Bitte nicht. Ich hatte letztens schon genug für die Trophy, einen Hai zu töten. Das war mal schon gruselig genug. So, dann tragen wir doch mal den Taucheranzug. Normal macht er den immer automatisch anziehen, deswegen habe ich da jetzt nicht damit gerechnet. Oh, und den füllen wir, glaube ich, auch noch einmal, weil ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter reintauchen. So, dann nächster Anlauf und jetzt soll das aber gut gehen. So, wie gesagt, wir schwimmen hier an diesem Wrack vorbei. Wir schwimmen hier so ein bisschen durch. Und ich sehe nichts. Hatte der nicht irgendwann mal Licht gehabt? Das ist wirklich sehr trüb hier. Oh Mann. Das ist irgendwie sehr bedrückend. Ich hasse eigentlich so Unterwassersachen. Deswegen spiele ich auch Subnautica so gerne. Ich spiele es wirklich gerne, aber es ist immer sehr bedrückend unter Wasser. Aber dort sieht man eben meistens noch ein bisschen besser. So, jetzt sind wir hier am Fluss, am Schiff angekommen. Jetzt schwimm doch mal hoch, Mann. So, und da müssten wir jetzt irgendwo eigentlich so reintauchen können. Ja, ich glaube hier in diese Luke. Genau. Und da sehen wir auch schon die Seile, die führen uns quasi runter. Und dann müssen wir gucken, hier ging es irgendwo noch weiter runter. Jetzt sehen wir auch. Boah, ist das so schwer zu sehen hier. Meine Fresse. Vielleicht habe ich das Spiel auch ein bisschen hell gestehen. Obwohl, ich habe das, glaube ich, meines Erachtens letztens nochmal. Ah, guck mal, da ist er. Da ist der Höhleneingang. Wir haben ihn gefunden. Ja! Juppie! Das ist schon mal die halbe Miete. Jetzt müssen wir nur noch da unten irgendwie aus dem Wasser rauskommen. Und dann bin ich doch sehr zufrieden. Er guckt automatisch hoch. Das war nicht ich. Und da sehen wir schon haufenweise so Flyers. Oh Mann, ich bin irgendwie aufgeregt. Ich freue mich drauf. Ich habe ja gestern schon kaum abwarten können, dass das Update endlich kommt. Hab deswegen noch schnell ein Video aufgenommen. Ja, da möchte ich mich auch an dieser Stelle auch bedanken, dass das doch so zahlreich geguckt wurde. Ja, dass das Update eben nicht da ist, habe ich dann da erwähnt und dass ich drauf warte, so wie es eben ist, ne? So, mal hier nochmal ein bisschen Feuer. Sehr schön, dass wir auch warm kriegen. So, und da haben wir diese Höhle und da sind bei den anderen eben auch keine Gegner. Ne, hier sind tatsächlich keine Gegner. Da haben wir vier Crossbow Balls, also die Armbrust. Und da haben wir diesen Bauplan. Jetzt können wir neue Sachen bauen, liebe Freunde. Und da ist das gute Stück. Da haben wir schon. Wahnsinn. So, damit ist die Folge vorbei. Nee, wir versuchen vielleicht noch ein anderes zu bekommen. Wenn ich da irgendwie noch schnell genug hinkomme, haben wir hier noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Aber wir haben die Crossbow. Vielleicht werden wir die auch noch mal testen gleich, wenn wir die Gelegenheit bekommen. Spätestens in der nächsten Folge. Und ich würde heute lieber irgendwie noch ein bisschen in die Höhlen hier reingehen. Und mit euch das Ganze suchen, absuchen. So, dann schwimmen wir nochmal raus. Was war's denn hier schon? Und versuchen wir dann noch die zweite Höhle zu erreichen. Da war tatsächlich kein Gegner. Okay, dann eben Kommando zurück. Dann haben die Leute eben keinen Mist gebaut. Zumindest mal, gut, bei dem ich geschaut habe, war bei keiner Höhle waren Gegner. Ich weiß aber auch nur, wo zwei von drei sind. Die dritte Höhle habe ich nicht so im Kopf, wo die ist. Und jetzt bloß kein Hai. Können wir die, boah, jetzt müssen wir hier nochmal rausfinden. Ach du Scheiße. Aus dem Wrack. Ich hasse das. Oh Gott, wo ist denn hier der Ausgang? Ich hätte vielleicht sollen nochmal eine Sauerstoffkapsel nachschmeißen. Ich finde nämlich nicht, wo es hier hochgeht. Wo war denn das? Leute! Wir saufen hier ab, wenn das so weitergeht. Wo ist denn der Scheiß?
Oder wir schwimmen noch mal runter. Oh Mann. Ich hasse es. Man sieht aber wirklich gar nichts. Ey, komm, so viel Sauerstoff habe ich jetzt auch wieder nicht, dass ich hier unendlich schwimmen könnte. Da muss doch irgendwo... Was ist das jetzt? Na, ich bin gegen den Balken geschwommen. Da ist es doch. Da geht's doch hoch. Wurde auch Zeit. So, und so an diesen Kränen hier, oder an diesen Segeln, das sind, glaube ich, Segel, können wir erkennen, wo wir hin müssen. Also, beziehungsweise, wo diese Wracks sind. Ich glaube, die sind bei allen drei neuen Höhlen, sind solche Sachen. Ja gut, die Höhle ist jetzt nicht wirklich spektakulär gewesen, muss man eben einfach sagen. Da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Aber solange der Loot cool ist, und wir gucken auch gleich, was wir jetzt bauen können. Das möchte ich natürlich auch noch gerne zeigen. Und dann versuchen wir zumindest mal noch rüber zu schippern auf die zweite Insel. Ob wir das jetzt noch schaffen, die auch noch zu erkunden, weiß ich nicht genau. Kann ich jetzt nicht sagen. Sehen wir dann gleich. Aber es gibt auf jeden Fall allein der Kleider und so, das zu bauen. Das ist natürlich schon mega nice. Und ich zeige euch jetzt mal, was es hier alles gibt. Dann kriegt er einen Orgasmus. So, da haben wir den Crossbow. Sehr schön. Das Tauchgerät, das legen wir mal ab. Und ja, hier würden wir mal eine Druckluftflasche nochmal benutzen. Den weisen wir jetzt einfach mal auf links zu, damit ich den im Notfall auch mal vorführen kann. So. Hui! Gut, dann würde ich sagen, schippern wir mal weiter. Hepp, komm. Heppa! Und zwar müssen wir jetzt Richtung Container gehen. Dort müsste irgendwo nochmal eine Höhle sein. Da waren wir ja in der letzten Folge auch, haben uns die Keycard besorgt, mit der wir jetzt eigentlich das Spiel durchspielen können. Haben alle Mats, um das Spiel durchzuspielen. Ach, ich wollte doch euch zeigen. Ich trottel. Sagt doch was. Sagt doch was, Leute! Ich wollte euch... Sag mal, auf welchen Knopf waren jetzt nochmal? Ah, das Buch, genau. Muss ich auch nochmal überlegen, wo das Buch war. So, wo sind denn diese Dinger jetzt? Die müssten doch jetzt irgendwo sein. Wir haben das doch geholt, ne? Die Seite. Wo sind die? Das ist jetzt gute Frage. Nächste Frage, ne? Die ist irgendwie nicht da. Signale? Die ist nicht da. Brauchen wir da alle? Ne, da hinten ist sie doch. Da hinten ist sie ganz am Ende. Okay, da. Wir können jetzt das Kreuz bauen. 27 Seile, Wahnsinn. Wir können einen Sarg bauen, was ich auch geil finde. Wir können eine Kirche bauen. Was ich cool finden würde, wäre, wenn die Kirche irgendwie so ein... Aber siehst du, es gibt keinen Schnellslot für dort hinten hin, ne? Wir können auf Notizen springen, aber nicht auf das neue Ding. Das ist ein bisschen blöd. Da müssten wir... Das müsste doch irgendwie anders gemacht werden, dass man da auch schnell drauf kommt. Das ist noch nicht so ausgereift anscheinend. Ja, ne, das wäre natürlich schon geil, wenn man da so eine Kirche baut und sagt, das ist jetzt ein heiliger Boden und da können die Mobs nicht hinkommen, dass man vielleicht so einen Ort hat, an dem man seine Ruhe hat und so. Das würde ich geil finden, das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber das würde ich schon übelst feiern. So wie bei Dämonen, ne, sie können hier diese Schwelle nicht übertreten, das ist heiliger Boden. Und so weiter und so fort. Würde ich übelst feiern. Wir haben auch neue Mutanten natürlich im Spiel. Zwei Stück. Einmal, glaube ich, den letzten Boss. Der kann jetzt auch im Late Game, kommt der und kann hier auch auf der Insel für Action sorgen. Und so ein Vieh komplett aus Holz soll das, glaube ich, sein. So viel ich weiß. Das sind mal die Spekulationen. Oh, ja, da sehe ich schon. Da sehe ich schon den Mast. Die sind gar nicht mal schwer zu übersehen. Vielleicht finden wir dann in der nächsten Folge auch noch die dritte Höhle. Ich bin da eigentlich schon fast zuversichtlich, weil so viel... Da kutschen wir einfach auf jeden Fall mal hin und gucken uns in der dritten Folge dann auch noch an, ob wir noch die dritte Höhle finden. Weil das wäre natürlich nice. Nee, ist gar nicht. Das hier ist es gar nicht. Wir sind noch gar nicht an den Containern. Okay. Gut. Das eben nicht. Ja, da sind die Containers. Und da müsste das dann auch irgendwo sein. Jetzt frage ich mich. In welchem Abstand und wo das sein soll. Da müssten wir mal gucken. Da, ich glaube da. Da, guck mal, was ist denn das? Das sieht doch schon... Nee, das sieht aus wie eine Koralle. Aber irgendwas hat da aus dem Meer rausgeguckt. Sollten wir mal reinspringen einfach und gucken. Kann ja...
Nicht schaden. Einfach mal gucken. Ich sehe nichts. Was mich irritiert, er zieht wirklich den Taucheranzug nicht mehr selbst an, ne? Das hat er vorher immer gemacht. Macht er jetzt mit dieser Version anscheinend nicht mehr. Da müssen wir dran denken. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass er das nicht mehr macht. Jetzt gehe ich noch hops. Habe ich noch irgendwo an, hier unter Wasser Action zu machen ohne Taucheranzug. Und hier ist das hier eine der Inseln, wo man die Pistole findet. Ich weiß auch nicht, ob wir diese schon haben oder nicht. Müsste man auch mal gucken. Das alles doch schon lange her ist. Aber egal, dafür sind wir jetzt nicht unterwegs. Wo ist das gute Stück? Wenn wir wenigstens noch bis an die Höhle rankommen, dass wir sie finden, wo sie ist, das wäre schön. Da hinten ist ein Container, da sind die Container. Das müsste dann eigentlich also irgendwo hier sein. Aber ich weiß es eben auch nicht genau. Ich habe das nur ganz kurz überflogen. Ich glaube, man hat den gelben Container gesehen. Aber 100% sicher bin ich mir. Da hinten, ja doch, das sieht doch aus, das da ist neu, oder? Da ist doch so ein Schiffszeug. Sehe ich irgendwo hier das Wrack? Oh, nee, doch nicht. Da hinten ist kein Schiffszeug. Das sind nur die Inseln, die hier rausgucken. Dann müsste das aber irgendwo hier sein, meiner Meinung nach. Oh. Ich glaube, ich hatte da unten was gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Ich sehe, normalerweise müssten man so Seile sehen. Aber es kann auch sein, dass wir die erst sehen, wenn wir ins Wasser springen. Komm, wir gehen einfach mal kurz gucken. Ich sehe nichts. Gar nichts. Nicht, dass jetzt ein Hai kommt. Komm, geh hoch da. Bevor der Hai mir in den Arsch beißt, wo auch immer der ist. Und wenn er hier irgendwo ist. Ich sehe es nicht. Ich finde es nicht. Gut, es ist ein bisschen schwer auf dem Meer hier irgendwie was zu erkennen. Die Sicht ist ja auch nicht so groß im Spiel. Hier auf der PlayStation 4 nach so Sachen. Eigentlich ausreichend, aber wenn man jetzt so spezielle Sachen sucht, ist es manchmal ein bisschen dünn. Und ich finde es gerade gar nicht. Ich finde es gerade gar nicht. Wenn ich pausiere, ich hier nochmal und guck mal die Location kurz an, wo sie ist. Auf der Karte. Dass wir in der nächsten Folge da nahtlos weitermachen können. Ja, weil ich jetzt wirklich gar nichts finde gerade. Normalerweise müsste man doch die Seile hier sehen irgendwo. Das war doch bei der anderen auch so. Aber ich finde es nicht. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Das ist ganz schlecht. Ja, ne? So viel dazu. Also die zweite Insel werden wir in dieser Folge wohl nicht mehr finden. Schade. Hätte ich jetzt auch noch gerne... die zweite Insel, ja. Die zweite... Das zweite Dingsbums da. Ne, da sehe ich jetzt gar... Wir hatten da geschrien. Oh, was haben wir denn da? Achso, ja, die Dings. Da oben. Oh, da können wir aber gerade noch den Crossbow testen. Der fliegt bestimmt ziemlich straight. Das müssen wir auch erstmal rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Oh je, wie viele Leute sind denn da? Oh, der fliegt hoch. Scheiße, ich habe mal direkt einen Pfeil verballert. Aua! Okay. Jawohl, da haben wir ihn. Oh, der braucht lange zum Nachladen. Bleib mal locker. Haben die meine Rüstung weggekloppt. Boah, scheiße. Sehr gewöhnungsbedürftig noch. Alter! Lass mich in Ruhe, Mann. So, aber ich glaube, die ist One-Hit. Egal, da braucht man, glaube ich, nicht mal den Kopf zu treffen. Kriegen wir die Pfeile eigentlich zurück? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wo sind denn eigentlich die Crossbow-Pfeile? Wo sind denn die hinterlegt? Ich sehe es nämlich nirgends. Und können wir vielleicht welche bauen? Das ist jetzt auch die Frage. Gucken wir doch mal. 5 Pfeile, Knochenpfeile, Geschwindigkeitswaffen. Damit schon mal nicht. Und hier? Knochenpfeile, Reparaturwerkzeug. Ich glaube, die können wir nicht bauen. Oder schießt die?
Nee, da hat er Bolzen geschossen. Oder können wir die mit Knochen bauen? Nee, auch nicht. Also ich wüsste nicht, wie man jetzt die Bolzen bauen kann momentan. Ah, da oben sind die Bolzen, die Armbrustbolzen. Ich habe noch einen, oder? Nee, das sind doch mehrere. Warum kriege ich das nicht? Sind die unendlich? Ich hatte doch nicht mehr so viele, oder? Das sind noch drei Stück, die wir hier oben haben. Ach so, einen habe ich. Nee, ich habe zwei verschossen. So. Da gucken wir doch mal. Ne, jetzt sind nur noch zwei da, okay. Also auf jeden Fall eine krasse Waffe, wenn man sie zu handeln weiß. Weil die macht eben wirklich One-Shot. So, geh mal rüber da. Oh, das ist pervers. Das ist echt gut. Hier. Bam! Egal. Nur ein Treffer. Du brauchst nur einen Treffer. Mega! Alter, ist das Ding geil! Komm, geh mal weg da. Man hat eben auch nur beschränkte Munition. Nein! Und das sollte man dann eben vermeiden, irgendwo den Pfeil ins Meer zu schießen. Ey! Oh Gott, jetzt habe ich aber alles an der verschossen. Ja gut, das Aiming ist nicht unbedingt so einfach. Muss man sich auch mal dran gewöhnen. Warum hat denn der nicht getroffen? Willst du mir das jetzt mal erzählen? Blöde Sau, du hast mich alle meine Armbrustbolzen gekostet. Deswegen muss ich jetzt feilen. Musste ich feilen, tut mir leid. Weggefeilt, Mann. Ja, jetzt ist die Frage, wo findet man Crossbow-Pfeile? Das müsste man dann auch mal noch rausfinden, dass man hier wirklich nochmal schön machen kann. Aber an dieser Stelle möchte ich die Folge gerne beenden. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Dann gucken wir, wo die Höhle 2 ist. Und was wir dort so Schönes finden. Wahrscheinlich wieder Crossbow-Pfeile hoffentlich. Euer SpookyVF, Matt the Forest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bye, bye. I need